Jo Leute, was geht ab? Mit kurz ein neues Video. Ich bin so wieder euer Jungs, mit dabei ist liebe RCK Germany, aka RC Benny Boy. Was geht? Hey, Leute. Und keine Ahnung, was ich jetzt spiele. Wie gesagt, ich werde vielleicht auch machen, dass ich halt Musik hier einblende im Hintergrund. Mal sehen. Ich habe auf jeden Fall nice Loot, wenn ich ehrlich bin. So. Vielleicht macht man hier den einen oder anderen guten Kill. Bist du schon gestorben? Nee. Ey, wieso? Was mache ich denn? Hä? Ich check's nicht. Oh, fuck. Oh mein Gott. Was passiert hier? Gut, der ist Schild cracked. Naja, wird mit abgestaubt, schade. Sorry, falls ich dich kille, ne? Dankeschön schon mal jetzt. So. Ey, Gegner. Bam! Schöner Hitshot, was laber ich? Einen guten Hit gegeben, so. So wollte ich es eigentlich sagen. Noch kurz den Slurpee Gang, Leute. Hast du schon ein paar Kills gemacht? Okay. Wieso kann ich den nicht benutzen? Hä, wieso kann ich Slurpee nicht benutzen? Ich check's nicht. Ach, jetzt auf einmal doch. Hä? Komisch, egal. So. Ich habe auf jeden Fall nur mythische Waffen, wirklich. Und Slurptrank. Ich wollte eigentlich noch Mettnebel mitnehmen, aber dann habe ich gesehen, es gibt ja auch die Minigun und so kostenlos. Oh mein Gott, Giga, hallo, hallo Giga. Merry Christmas, Motherfucker. Der hat aber Weihnachtsskins, deswegen ganz gut passt. Wo ist der Giga? Wo ist der Giga hin? Was denn? Safe, okay, gut. So. Hallo, Giga. Ach, das bist du. Sorry. Ey, sorry. Hier. Heil dich. Weil du hast ja auch meistens Low-Skin, sorry. Also, du hast ja früher bei Benny Boy Skin gehabt, sorry. Ich weiß ja, dass du den Skin hast, aber sorry. Hast du meinen Schlimmtrank genommen? Gut. Der gibt dir nämlich mehr Leben. Das, guck, das ist wie der Jungprung, nur besser. Kennst du auch Jungprung, oder? Von Fortnite. Mhm. Der aus der Season jetzt hier, das grüne Item. Kannst du dir auch hier kaufen, aber der gibt dir kein Schild. Und wenn du Schaden, ja, guck, dieser Schlürptrank ist tausendmal besser. Keine Ahnung, warum den Fortnite durch den Jungprung ersetzt hat. Vielleicht, weil er zu stark wäre sonst. Kann natürlich sein. Er wird schnell so One-Hit. Der ist maximal One-Hit, der Typ. Bam! Ich habe schon 3 Kills, dass es auch nicht so gut ist. So. Surprise! Er ist so One-Hit. Ey, nein, was soll das? Der war so One-Hit. Oha, wieso werde ich abgeschnappt? Ich habe beide One-Hit gemacht, das geht auch nicht. Was gibt es eigentlich noch für Waffen? Minigang sehe ich jetzt nicht, aber egal. So. Auch wenn ich nicht rede, ich werde hier Musik machen. Pushen wir mal den. Kaba, Ruby, Kaba. Ja, okay, er gibt mir Kaba, schade. Also One-Hit. Okay, ich habe jetzt mein Kaba kassiert. Jetzt hole ich mir hier.
So, hier kommt der Giga. So. Bam. Ey. Spider-Moves, die man kreativ reinbringt, das wäre nice. Bist du? Der Christmas-Tannenbaum. Früher war ich gut mit der AK, aber ich glaube, ich muss hier neue Waffe, neue Sturmgewehr holen. Och nee, der ist Profi. So. Ich habe Laserwaffe. Bam. Ich mag jetzt nicht so die Laserwaffe, aber egal. Vielleicht kann ich ja damit besser spielen. Hat's gerade genossen? Ja. Gesundheit. Danke. Ach nee, das ist hier wieder der Schwitzer. Das ist hier ein Profi hier, weg hier. Ganz schnell weg hier von dem Profi. Oha, hast du auch wie viel grünes Leben hast du? Wie viel Green Life? Hallo? Wie viel grünes Leben hast du? Für Queen Life. Benny Boy, wie viel Leben hast du an Grünes? Wie viel Leben hast du? Jetzt wieder auf beiden Seiten 100. Ich hatte gerade 125. Ich hatte gerade 125 nur grün. Komisch. Vielleicht, keine Ahnung. Hast du 125 grünes Leben? Queen Life? Mhm. Was? Ja, nur 100. Komisch. Egal. Sehr gut, dass ich mehr Leben habe. Keine Ahnung, warum. Aha, da ist er wieder. Kleine Schwitzerino. Kleine Profi. Oh, er hat einen guten Hit, der Profi. Oh mein Gott. Du kleine Göre, willst mich hier nicht... Nein, du kleine...
kriegst mich hier nicht, du klaust mir hier keine Kiste, Göre. Kleine frische Göre. Ganz schnell weg hier. Hey. Was denn? Kleine freche Göre hier. Ich mach immer komm. Weiter. Gut. Leute, ich habe jetzt mal hier diese Waffe genommen. Kann man eigentlich auch gut treffen, aber ich bin glaube ich auch mit den Alien-Waffen und die Scheiße oder Zombie-Waffe. Mal sehen. So. Ey, Naruto, Kakashi, Junge. Die Maxime von mir. Von Sky, das Sturmgewehr. Von Jacqueline. Oder auch den Bogen. Den Crappler, was für Bogen, Junge. Eigentlich ist der von Jules besser, ich weiß, aber ich will sagen, hier ist Sky's Crappler. Damit, eigentlich ist der Kleiter ja besser, aber egal. In dem Bonus war einfach die Waffen mal teste, wie man besser spielt. Oh mein Gott. Was denn? Ich hab mich grad mit dem Körper richtig gestellt. Nice. Ey, wieder diese blöde Ruby-Göre. Nix gegen den Skin. Viele spielen den gerne, aber der überlebt immer so knapp. Und der nervt mich immer gerade die ganze Zeit, der Gegner. Diese Ruby-Göre hier. Kleine freche Göre. Hast du den. Welchen Körper hast du? Von Sky oder von Jules? Nee, der. Eiskribbler ist gar nicht an sich. Ach, hast du Eiskribbler? Nein, den normalen. So, ohne dieses Hängekleiter? Nö. Mit Hängekleiter aktiviert? Ohne Hängekleiter. Ach so, also von Skyding. Ja, der ist auch irgendwie eigentlich besser, weil manchmal nervt es, wenn man die ganze Zeit im Hängekleiter ist, dann kann man zum Beispiel nicht snipen. So könnte ich jetzt zum Beispiel bam. Aber trotzdem, der von Juice, allein nur weil der weiter reicht, ist der besser. In dem Hängekleiter, naja, geht. Und die fuckt er mich ab, der Crippler. Nur aus dem Grund, weil er nicht so lange reicht. Das nervt, aber eigentlich ist der Crippler nice. Was ist los hier mit den Gegner? Ach, da oben sind die ganzen Paulberger.
Baust du dir eine Base? Aus Metall oder was? Oder wer baut das hier? Interessierten. Hast du gerade aus Metall sogar Base gebaut? Nee. Nee, ich baue nicht mit Metall. Wirklich. Ach, das ist wieder diese blöde Ruby-Göre, ey. Fuck, der Skin mich ab. Nicht der Skin, aber fuck diese Person mich gerade ab hier. Hab ich wieder hier den anderen Crippler. So machen wir es so einfach. Da waren sogar gerade meine Waffen, Leute. Komm, machen wir auch die Waffe noch dahin. So. Bam. Die ganze Waffenfamilie, mythische Boss, so ist hier Tresor, egal. Ey, gerade richtig gut gesaved. Okay, da ist. Excel und ich will eigentlich wieder dran hängen. Das ist auch scheiße mit dem Crippler. Ja, die Crippler haben alle seine Vor- und Nachteile. Und wie Spider-Man der beste Crippler, oder? So, als ob Spider-Man der Crippler ist. Naja, ihr wisst schon, was ich mit Spider-Man Handschuhe.